Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu diesem Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen euch einmal auf den aktuellen Stand bringen. Es wurden Schiffe überarbeitet. Das ist schon ein paar Tage her, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich hatte die letzte Zeit so viel zu tun, dass ich wirklich jetzt erst zu dem Video komme. Ich packe das auch zusammen, nämlich mit Nachrichten, halt wie gesagt, wie Testschiffe geändert wurden. Und dann natürlich mit einer Nachricht, die sehr aktuell ist, mit dem brasilianischen Flaggentag. Denn da hat World of Warships hier auch was Neues zu einfallen lassen. Zuerst wollen wir mit dem britischen Kreuzer Plymouth anfangen. Hier Stufe 10 ist ein Testschiff, was ich jetzt selber auch das erste Mal in den Hafen bekommen habe. Und ja, ich kann es euch direkt zeigen. Die Schussweite der Hauptbatterie wurde hier überarbeitet. Es waren nämlich mal 14,3 Kilometer und jetzt sind es eben 15,3 Kilometer, was also eine Kilometerzusatz ist. Hier, ja, könnte man sich wahrscheinlich vorstellen, wenn man nicht allzu risikobehaftet ist, dass man in Slot 6 halt auch noch die Reichweite mit reinbaut oder so. Wenn wir mal gucken, das Ausblickvideo nur zur Plymouth, das wird demnächst auf dem Kanal hier erscheinen. Und dann kommen wir sozusagen zum kleinen Bruder, wenn man das sagen möchte, zur Belfast 43, die überarbeitete Version der Belfast, nur eine Stufe höher. Auch da gibt es eine Veränderung, und zwar diese besonderen Nebelwerfer, der Kurzimpuls-Nebelerzeuger, der hat jetzt eine Aufladung mehr bekommen. Es waren nämlich mal standardmäßig 3, jetzt sind es 4, also kann sich die Belfast so ein bisschen besser positionieren, möglicherweise oder häufiger halt einfach den Nebel einsetzen, um dann ihr Potenzial eben auszuschöpfen. Auch hier Radar, Kurzimpuls-Nebelerzeuger und dann eben hydroakustische Suche, alles kombiniert, ne? Auch bei der Plymouth haben wir ja sogar noch eine Reparaturmannschaft mit dabei und alles. Also, ja, so britischer Charakter bleibt auf jeden Fall erhalten. Und zu der jetzigen Iteration, Update 099, haben sie eben hier eine Ladung dazugepackt. Nächstes Schiff ist dann die Oklahoma, Stufe 5 Schlachtschiff der Amerikaner. Wissen wir jetzt ja schon, mit dem Update 0910 wird dieses Schiff kostenlos erspielbar sein. Voraussichtlich, ja, man weiß ja immer nie, was sich World of Warships so ausdenkt mit den Direktiven oder mit irgendwelchen Kisten oder weiß ich nicht genau. Also von daher wollen wir mal hoffen, dass alles so bleibt, wie sie es jetzt angekündigt haben. Hier 356 mm Kaliber, 10 Mumpeln gehen hier in die Luft, aber hier haben sie die Nachladezeit genervt und zwar von 34 Sekunden hoch auf 40 Sekunden. Also 6 Sekunden laden wir jetzt hier länger nach. Und sie hatten, wenn ich mich recht entsinne, hier auch im Vorfeld schon mal eine Änderung bei der Oklahoma gemacht, und zwar die Penetrationsfähigkeit der Granaten verbessert. Ja, also da ist der Durchschlag jetzt stärker geworden, aber dafür müsst ihr eben auch länger nachladen, kann man quasi so im Austausch sagen. Und nach der Oklahoma kommen wir dann zur Minnesota und Kansas. Wie gesagt, stellvertretend hierfür habe ich jetzt euch einfach mal die Minnesota hier in den Hafen gestellt. Es ist nicht mehr Work in Progress, es ist kein Testschiff mehr. Es ist ja mehr oder weniger jetzt im Vorabzugang. Wir wissen ja, bei Forschungsbaumschiffen wird immer gerne mal was geändert. Denn hier bei der Minnesota 406 mm Kaliber haben sie hier die 12.800 Alpha Damage verändert. Das waren nämlich früher mal 13.500 und auch bei der Kansas gab es eine Änderung. Das waren mal 12.400, das sind jetzt noch 11.800 Alpha Damage bei der AP-Granate. Und die Geschosse sind bei beiden Schiffen langsamer geworden. Sie verlieren jetzt schneller an Geschwindigkeit und dadurch ist ihre Flugbahn stärker gewölbt. Also ihr habt einen weniger direkten Schuss. Das ist einfach nur der Vollständigkeit halber. Die Nachrichten in der letzten Woche, ihr habt es sicherlich mitbekommen, waren einfach ganz schnell hintereinander. Und ich kam gar nicht hinterher, euch alle Nachrichten eigentlich zeitnah zu bringen, Leute, die jeden Tag gefühlt zwei Videos machen müssen. Von daher habe ich mir gedacht, ich packe das hier mit rein, damit wir das auch fertig dokumentiert haben in diesem Video. Und dann kommen wir noch zu den neuen Inhalten. Wahrscheinlich mit dem Update 0910. Ja, hat sich World of Warships gedacht, sie machen zu Ehren des kommenden brasilianischen Flaggentages mal was Besonderes, und zwar für Südamerika. Wir haben ja Südamerika schon längere Zeit im Spiel und es ist schon längere Zeit nichts mehr passiert für unsere Panamerikaner. Und jetzt gibt es dann endlich mal was man so ein bisschen, zumindest einfach mal ein bisschen mehr Content damit reinbringt. Und zwar wird ein panamerikanischer Kommandant, Francesco Ferreira Filho, ins Spiel kommen. Er wird keine verbesserten Fertigkeiten haben. Und auch keine einzigartigen Talente. Das heißt, er ist eigentlich ein ganz normaler Kapitän. Er sieht aber halt besser aus. Er hat ein einzigartiges Aussehen. Und der Rang, den der Kapitän bekommt, der wird quasi der realen brasilianischen Marine entsprechen. Außerdem wird eine brasilianische Marineflagge wohl hinzugefügt. Und
als nächstes eine brasilianische verbrauchbare Tarnung. Sieht dann so aus, man erkennt auch hier schon so ein bisschen die brasilianisch angehauchten Farben. Gelb, grün und blau ist damit drin. Und ja, wie wir die dann bekommen werden, werden wir dann sehen. Event ist jetzt noch nicht 100%ig klar. Ja, es gibt erstmal nur Inhaltsvorstellungen. Und das ist aber noch nicht alles, denn es gibt noch den T2 Premium Kreuzer Almirante Abreu. Und zwar ist dieses Schiff eine Kopie der Albany. Ja, Besonderheiten an dem Schiff: ein einzigartiger Hornsound, also Schiffssignal, und eine permanente Tarnung Ordem e Progresso. Ja, auch hier kann man sehen, ist natürlich die brasilianische Flagge als Grundlagen der Farbe genommen worden. Ja, und das ist eigentlich alles, was man aktuell zu diesem Thema sagen kann. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, einfach mal ein Wrap-up, eine Zusammenfassung aus den Änderungen in der letzten Zeit gemacht, weil ich in der letzten Zeit einfach, es war einfach schwierig dazu zu kommen. Ne? Wie gesagt, sorry dafür, ist halt ein bisschen später, aber lieber später als nie. Ne? Von daher, danke für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Seagrass-Kanal wieder. Wie gesagt, Livestreams auf Twitch oder ihr kommt einfach mal auf unserem Discord vorbei. Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Bis dahin, euer Seagrass-Team, euer Andi. Ciao, ciao.